und sollen sein. Leute, die bereits als Sänger gearbeitet haben. Sie sind nicht Einsteiger, sie sind alle miteinander sehr erfahren. In diesem Workshop ist es mein Job, sie aus ihrer Komfortzone herauszuschubsen, was mir fast so weh tut wie sie ihnen selber, weil es blutet mir manchmal das Herz zu sehen, wie jemand so gut ist, und dann muss ich doch sagen, aber dafür bezahlen sie mich doch, dass ich schubse. Und das bedeutet, dass heute Abend jede und jeder gewissermaßen wieder mal Anfänger ist. Und das gilt für mich auch, weil jede Situation gleichzeitig zum ersten und zum letzten Mal im Leben auf einem zukommt. Und das ist immer neu. Am Klavier Lionel Hartz. Am Bass Klaus Axenkopf. Am Schlagzeug John B. Arnold. Und gleich werdet ihr hören, warum ich mich so freue. One, two, one, two, three. Relativ spontanen Situationen mit Live-Musikern gearbeitet, was eine große Herausforderung ist für jemand, die bisher die musikalischen Sachen festgeordnet hatte. Hier sind sie nicht immer ganz so festgeordnet. Ein großer Willkommen-Applaus bitte für Katja Hufgaard. Ganz große Freude, mit dir zu arbeiten. Das ist eine Dame, die keine Angst vor den Geburtswehen hat, sozusagen. Hat sie wirklich ins Zeug geschmissen, und ganz große Freude. Danke dir. Katja Hufgaard, meine Damen und Herren. Inzwischen habe ich erfahren, dass sie Drehbücher schreibt, dass sie Regisseurin ist, dass sie komponiert und ist dabei, sich als Sängerin zu entdecken, wenn man das so sagen darf. Und es war unglaublich schön mit dir bisher, und es wird weiterhin schön mit dir. Bitte einen großen Applaus für Annette Jaschborn. Erstens, ohne euch gibt es diese ganze Geschichte nicht. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt. Und da möchte ich Ihnen und euch sagen, wenn die hier rausgehen und ich weiß, ich kann und darf, oder ich könnte, aber ich darf nicht mehr unterbrechen, ich kann nichts mehr machen, ich hoffe, dass alles, was wir gemacht haben, umgesetzt wird, dann verstehe ich ein ganz klein bisschen, wie es Eltern geht, wenn sie ihre Kinder in der Schule bei den Weihnachtstheaterstück sehen und da sitzen und fiebern. Weiß er noch, wie es geht? Weiß er noch, wie es geht? Und ich bin immer so stolz, weil es ist immer so, dass sie einfach hier über sich hinauswachsen. Und das ist für mich eine ganz große Freude. Da kommt ein Riesenanteil hinzu, mit dem ich nichts zu tun habe. Wer wirklich interessiert ist, lade ich ganz herzlich ein, einen Tag lang kostenlos zuzuschauen einfach. Für uns ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn wir bei der Arbeit Zuschauer haben, weil da gewöhnen wir uns dran, auch die unangenehmen Sachen vor anderen Menschen auszupacken. Das muss ein Sänger immer. Aber die Band möchte ich auch jetzt einmal ohne uns alle hören. Okay, was werdet ihr spielen? Was? Speak Love. Ah, schöne Nummer. Speak Love, the Band. Now that the night is over,
my place? So aufmerksames Publikum hat und das macht sehr viel Freude für euch zu sehen, zu spielen. Und ich möchte mich einmal noch bei der Band danken. Yeah. 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 Guess where we come from? I think we're both English. I think so too, but I'm not going to tell them what you said when we met the first time. No, let's not. Let's save it for next time. Okay. Einfach eine Kleinigkeit für dich, wirklich von uns alle. Einfach eine Geste. Tausend Dank. Du hast sehr hart mit uns alle gearbeitet. Ich glaube, ja. Alle Sänger und alle, die überhaupt teilgenommen haben, kurz auf die Bühne bitten, damit man euch alle zusammen nochmal sieht und alle mal.